Ja, und auch ein bisschen ein Disclaimer am Anfang. Heute ist die Predigt ein bisschen like super katholisch. Also ich hoffe, also für jene von euch, die vielleicht nicht so oft in der katholischen Kirche seid, bitte ein bisschen Nachsicht und vielleicht auch für euch interessant, ein bisschen nachzuvollziehen, wie wir versuchen, Dinge zu sehen. Ja, und bei weitem auch nicht, sicherlich nicht vollkommen sind in diesen Dingen. Eine Herausforderung ist. Anyway, und wir befinden uns auch auf Teil 2 von unserer Predigtserie, eben diese Predigtserie, die wir jetzt gestartet haben letzte Woche und bis noch zu Pfingsten geht. Agape ist ein griechisches Wort für Liebe. Die haben 3 verschiedene Worte gehabt für Liebe, die Griechen. Und vor allem die Christen haben diesen Begriff genommen, um zu beschreiben, ein Wesensmerkmal der christlichen Liebe, diese hingebende, sich schenkende Liebe. Und wir wollen darüber nachdenken in dieser Predigtserie, wie das die Seele sein muss von jeglicher missionarischer Gemeinschaft. Also wir verstehen uns hier auch im Zentrum und eigentlich die Kirche als solches versteht sich als missionarische Gemeinschaft. Genau. Und also das ist ein bisschen die Einleitung, ist ein Cut und jetzt fangen wir endlich an mit diesem Gedanken, Liebe ist entschlossen, sie entscheidet sich und kommt in Bewegung. Und sie bleibt nicht nur in einer Haltung der Bereitschaft. Also Bereitschaft ist wichtig und gut, das war letzte Woche. Aber wenn ich so einen Titel über diese Predigt von heute irgendwie stellen würde, dann wäre vielleicht das Wort entschlossen. Entschlossen. Aber was meinen wir damit und was heißt das für uns als Gemeinde und als einzelne Mitglieder einer Kirchengemeinde? Diese Woche waren 2 Gruppen da und eine aus Paderborn, der Pressesprecher der Diözese und ein paar Leute aus irgendeinem Propst, irgendwas, der überlegt, vielleicht so eine Art Zentrum, Johannes Paul II. Dort irgendwie zu starten. Und dann war noch eine Gruppe hier aus der Erzdiözese. Und es kommen immer wieder Gruppen hierher zu unserem kleinen Ding über eine Tankstelle, die bei weitem nicht perfekt ist. Und manchmal fällt halt die Musik aus oder die Technik funktioniert nicht ganz gut und Dinge passieren. Genau, und wir das mit der Liebe kriegen wir auch nicht, vielleicht nicht ganz immer hin und wir verletzen einander vielleicht und hoffentlich versöhnen wir uns auch wieder, aber sicherlich nicht alles perfekt. Und trotzdem kommen halt diese Gruppen her, nicht vom ganzen deutschen Sprachraum und vor allem aus Deutschland interessanterweise. Und wir in letzter Zeit, also wir versuchen immer wieder zu überlegen, was sollen wir denn überhaupt sagen und in letzter Zeit versuchen wir, mit einer Präsentation denen zu geben, die immer so folgendermaßen anfängt. Eigentlich mit 2 Bildern anfängt. Und das erste Bild, das wir bringen, ist zu erklären, nicht, also wir könnten jetzt eine Diskussion starten, über was für eine Tischdecke ich auf meinem Tisch haben sollte. Also, welche Farbe diese Tischdecke haben sollte in meinem Restaurant. Ist besser gelb oder blau oder grün oder lila oder beige oder irgendwie in Kombination und wie soll sie ausschauen? Und wir können im Team darüber diskutieren, wie diese Tischdecke auf meinem Tisch in meinem Restaurant ausschauen sollte. Aber wenn diese Tischdecke auf einem Tisch steht, die in einem Restaurant ist, die auf der Titanic ist, dann ist diese Frage irrelevant. Weil wir gehen da eh alle unter. Also es ist wurscht, was für eine Farbe meine Tischdecke hat. Weil wir sinken zum tiefen Ozean hinunter. Und wir versuchen halt diese Gemeinde zu sagen, hey Schatz, die Eisbergfrage oder die Titanicfrage oder die Tischdeckenfrage für uns als Kirchengemeinde, als Christen, ist doch, wie schaffen wir, dass Menschen, die nicht glauben, glauben? Weil alle anderen Fragen, die wir uns stellen, wie machen wir jetzt die Technik für die Musik heute Abend, wer wird die Lesung lesen, wie machen wir irgendwelche Ministries, ein Eye-Care und Schlafsack-Aktionen, Alpha-Kurse und ich weiß nicht, was alles, was wir als Erstkommunion-Vorbereitung, Firmenvorbereitung, Ehevorbereitung, gerade jemand, der da war vorher für die Ehevorbereitung, das setzt voraus, all diese Fragen setzen voraus, dass es jemand gibt, der überhaupt glaubt, der diese Frage überhaupt stellen könnte. Und da versuchen wir halt ein zweites Bild zu bringen und zu sagen, vielleicht erinnert ihr euch, es gibt so ein Gleichnis von Jesus, nicht, wo er sagt, wenn sich ein Schaf verirrt, dann lasst die 99 Schafe mal hinterher und sucht das eine, das gerade verloren gegangen ist.
Und letzten Herbst kam so eine Studie raus von der Evangelischen Kirche Deutschlands zusammen mit der Katholischen Kirche, wo es sich zeigt, dass 96% der Katholiken in Deutschland, die noch nicht ausgetreten sind, für die ist Kirche irrelevant. Sie gehen nicht in die Kirche. Dann gute Frage, warum sie überhaupt noch dabei sind. Vielleicht, wahrscheinlich, ich vermute, weil sie vielleicht heiraten wollen in der Kirche oder vielleicht begraben werden wollen in der Kirche. Aber das heißt, das betrifft gar nicht die 600.000, die letztes Jahr ausgetreten sind, diese Statistik, sondern es geht nur um diejenigen, die halt noch drin sind und für die Kirche eh irrelevant ist, nicht? Und dann gab es halt so manche Theologen, die ja lange Zeit diskutiert haben, ja, ist ja egal, also nur weil Leute nicht in die Kirche gehen, heißt ja nicht, dass sie nicht religiös sind, irgendwie Gott glauben, vielleicht gehen sie in den Wald und so. Aber diese Studie widerlegt das auch ziemlich klar und zeigt einfach, wenn da keine kirchliche Bindung ist, in irgendeine kirchliche Gemeinschaft, dann driftet diese Person extrem schnell nicht nur in die Areligiosität, sondern in eine Art eine säkulare Haltung. Also quasi oft sogar, dass Religion vielleicht etwas, also nicht nur gleichgültig dem gegenübersteht, sondern einfach etwas vielleicht sogar Gefährliches für die Gesellschaft. Und was wir denn diesen Gemeinden oder diese Gruppen, die halt kommen, halt versuchen zu sagen, ist, nicht, wenn wir nicht lernen, gerade zum Beispiel hier in Wien, nicht, Leute wie euch, seid, also von der Sorte gibt es nicht sehr viel, nicht, weil diejenigen, die Katholiken, die unter 35 sind in dieser Stadt, ist irgendwo bei ein bisschen weniger als 1% der katholischen Bevölkerung, die noch für die Kirche einigermaßen relevant ist. Und das heißt, wenn wir als Kirche nicht lernen, dass eine Schaf mal ruhig grasen zu lassen, um die 99 zu suchen, dann können wir eh bald hier die Lichter ausmachen. Und das heißt, dieses Gleichnis von Jesus ist ein bisschen auf den Kopf gestellt, nicht verlasse die 99, um das eine zu suchen, sondern nein, verlasse das eine, um die 99 zu suchen. Verlasse die 99, um das eine zu suchen. Und ich glaube, Jesus wollte jetzt nicht irgendwelche Statistik aufstellen von Synagogenbesuch im ersten Jahrhundert mit seinem Gleichnis, weil Jesus im letzten ist immer ihn um dieses eine Schaf geht. Es geht immer um den einen. Es geht nicht um einen Massenbetrieb. Es geht immer um das Interesse für das eine Schaf, das verloren ist. Und ich habe diesen Impuls schon sehr oft gehalten. Nicht, da sitzt jemand dahinter, der das weiß, weil wir gemeinsam diesen Impuls halten. Und natürlich, warum? Weil wir eine Sehnsucht haben, dass diese Stadt Jesus kennenlernt, dass die Menschen von ihm berührt werden, dass sie diese Fülle am Leben erfahren, erhalten, die nur er verspricht und letztendlich versprechen kann. Und wie wir heute gehört haben in der ersten Lesung, wie die Jünger dann sagen in der Postgeschichte, weil es gibt keinen anderen Namen unter den Himmel, durch den wir gerettet werden sollen. Und theoretisch sagte Christus, dass es glaubt, nicht, dass er der Weg und die Wahrheit und das Leben ist. Und doch, in letzter Zeit, also ich habe diesen Impuls oft gehalten, aber in letzter Zeit erhalte ich ein bisschen einen neuen Zugang zu diesem ganzen Thema, der es einfach viel persönlicher ist. Und das werde ich versuchen, oder ich möchte versuchen, diesen Gedanken einfach mit euch zu teilen. Und einige von euch wissen, dass seit einiger Zeit uns im Leitungsteam hier ein Gedanke irgendwie umtreibt, ein Post von irgendjemand aus der Gemeinde letzte Woche in unserer Inspire and Share-Gruppe hat das für mich wieder verschärft oder diesen Gedanken nochmal klarer vor Augen gebracht. Und es ist ein Zitat von einem gewissen Oswald Smith, der das Folgende sagt: Wir sind, liebe Freunde, wir sind mit unzähligen kirchlichen Aktivitäten überlastet, während die eigentliche Arbeit der Kirche, die Evangelisierung und die Gewinnung der Verlorenen, fast völlig vernachlässigt wird. Meine Freunde, wir sind mit unzähligen kirchlichen Aktivitäten überlastet, während die eigentliche Arbeit der Kirche, die Evangelisierung und die Gewinnung der Verlorenen, fast völlig vernachlässigt wird. Und dieses Bewusstsein war halt in der Urkirche komplett anders. Weil genau darum ging es ihnen. Genau darum ging es Jesus. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, sagt er, was verloren ist. Zu suchen, was verloren ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich das lese,
kommt bei mir hoch so ein bisschen ein innerer Widerstand zu diesem Wort. Weiß nicht, so eine Unruhe, was verloren ist. Wie jetzt verloren? Da schaue ich dann runter auf die alle herab, die Jesus nicht kennen, und wie ist das jetzt? Gehen die dann alle in die Hölle oder wie? Und wie soll man das verstehen? Was ist das für eine Botschaft? Und ich glaube, dass dieser Widerwillen, der in mir hochkommt ist und vielleicht auch in euch hochkommt, wenn ihr so ein Wort hört, die verloren sind, der entsteht, dieser Widerwillen entsteht zurecht, wenn er sich gegen eine ungesunde Haltung erhebt, durch die ich die Welt in Gut und Böse aufteile. Da drüben sind die Verlorenen, die Bösen. Und natürlich, ich gehöre zu den Guten. Und wir vergessen irgendwie dabei, dass die Trennlinie zwischen Gut und Böse und zwischen Verlorenen und Geretteten eigentlich durch die Mitte unseres eigenen Herzens fährt. Und man schaut dann herunter auf solche, die nicht so denken wie wir, die nicht so tun wie wir, die nicht so reden wie wir. Und aus unseren Höhen schauen wir irgendwie herunter, herab. Und vergessen, dass wir alle irgendwie immer wieder Verlorene sind und sein können. Erlösungsbedürftig eben. Zu kennen, wir sind auf Augenhöhe, sind alle im selben Boot. Also auf der einen Seite, glaube ich, gibt es dann gesunden Widerstand. Oder regt sich da etwas Gesundes, nicht? Weil du merkst, es gibt manchmal diese Haltung. Du merkst es in kirchlichen Kreisen und du merkst es aber auch vielleicht manchmal in deinem eigenen Herzen. Nicht dieses neu-gnostische, um ein bisschen philosophisch zu reden, Versuchung des Menschen, alles in Gut und Böse zu trennen. Und andererseits aber kommt auch wegen meiner kulturellen Prägung ein Widerwillen hoch, glaube ich. Weil ich einfach ein Kind unserer Zeit bin. Weil ich kulturell geprägt bin. Und auch wenn Jesus sehr klar über die Realmöglichkeit des ewigen Getrenntseins von Gott in alle Ewigkeit spricht, und das nicht nur mal hier und da, sondern ziemlich oft und ziemlich detailliert, ich denke, es ist so 60 Mal wenigstens in dem Evangelium, worüber darüber spricht, ist es doch oft so, dass diese Stelle für uns modernen Menschen eher peinlich sind. Politisch nicht sehr korrekt. Man redet lieber darüber, wie nett Jesus doch eigentlich war. Und wie er sich für die Armen und Unterdrückten eingesetzt hat. Das mit Hölle und Ewigkeit, das passt nicht so richtig ins Schema. Und mit anderen Worten, und ich glaube, das ist auch, was Jesus irgendwie vermitteln möchte, christliches Leben ist nicht Spielerei. Hier auf dieser Erde geht es um etwas. Es geht nicht nur einfach darum, ein nettes Leben zu führen. Und da bedarf es, glaube ich, gerade für den Christen eine gewisse Besonnenheit, eine Tiefe und Gewicht des Denkens, zu sehen, um was es geht. Und natürlich kann und hoffentlich wird mir der christliche Glaube helfen, jetzt schon ein erfüllteres Leben zu führen. Aber wie Paulus in einer seiner Briefe in der Bibel schon sagte, wenn wir nur in diesem Leben unsere Hoffnung auf Jesus Christus gesetzt haben, dann sind wir erbärmlicher dran als alle anderen Menschen. Weil mein Christsein ist nur um das Diesseits geht, wie kann ich hier ein besseres Leben führen, dann sind wir erbärmlicher dran als alle anderen Menschen. Dann schließen wir die Tür und drehen hier in dieser Kapelle die Lichter aus und gehen nach Hause. Weil es ist irrelevant letztendlich, was wir machen. Und daher bedarf es ein Wiedererkennen und ein Erheben von Sinn für die Ewigkeit und für die Realmöglichkeit des Menschen, sich gegen Gott zu entscheiden. Die reale Möglichkeit, das ewige Heil, die ewige Liebesgemeinschaft mit ihm nicht zu finden. Und das ist auch die Größe und die Tragik des Menschen. Ist auch so herrlich eigentlich, wenn wir denken, Gott nimmt unsere Freiheit ernst. Und wie schön ist das denn? Nicht? Er nimmt meine Freiheit ernst. Er zerstört nicht meine Freiheit, sondern er möchte meine Freiheit erheben. Und das ist ja auch letztendlich, was die Frühkirche zur Mission bewegte. Nicht? Wir lesen jetzt die ganze Apostelgeschichte durch, während der ganzen Osterzeit bis Pfingsten. Und diese
frühen Christen wollten die frohe Botschaft der Erlösung zu allen Menschen bringen, weil es um etwas ginge. Es ging um jeden einzelnen Menschen. Jesus, der sogar ans Kreuz geht, um zu vermeiden, dass wir dieses Ziel verfehlen. Und Paulus, einer der Schriftsteller der Bibel, der etwas zum Ausdruck bringt, was natürlich eine Übertreibung ist, und er sich das bewusst ist, dass es jetzt eine Übertreibung ist, aber doch etwas sagen wollte über ein Herz des Hirten, das er geformt hat. Dass er eigentlich immer mehr mit den Augen Jesu die Welt sieht und mit dem Herzen Jesu die Welt sieht. Und er sagt, ich wäre gerne für meine Brüder verflucht, wenn ich sie dadurch für Jesus Christus gewinnen könnte. Ein steiler Satz. Ich wäre gerne für meine Brüder verflucht, wenn ich sie dadurch gewinnen könnte. Und wo wir diesen Blick für Ewigkeit als Kirche verfehlen, verfallen wir als Kirche in einen sozialen Club. Nichts gegen soziale Clubs. Aber wir als Kirche, wenn wir nur noch das sind, dann steigern wir uns rein in die Irrelevanz. Und es tut uns gut, glaube ich, mit solchen Sätzen wie von Jesus, und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist, wenn sich da ein innerer Widerstand erregt in mir, damit auseinanderzusetzen. Warum ist das so? Und mich vor ihm hinzustellen und hinzusetzen und sagen, Herr, ich verstehe das nicht, ich kapiere das nicht. Ich dachte, du bist doch der gute Herr, du willst doch, dass alle Menschen lösen. Wie kann das sein? Was willst du da sagen? Und vor ihnen zu bleiben mit einem bittenden Blick, lass mich das erfassen, hilf mir verstehen und begreifen. Auch was das für mich persönlich vielleicht bedeuten könnte. Ihn zu bitten für einen neuen missionarischen Geist, eine Sehnsucht für meine Brüder und Schwestern dieser Welt, dass sie dich kennen dürfen, weil ich überzeugt bin, dass nur in dir der Mensch sich selber wiedererkennen kann im Letzten und nur in dir das Leben in Fülle zu finden ist. Jetzt ist es aber so, dass ich hinter dieser Aussage, wir wollen missionarische Kirche sein, ich kann mich dahinter verstecken. Und das ist der Punkt, den ich eigentlich machen wollte, also was die neue Zugang, den ich zu diesem Thema bekomme in den letzten Wochen, Monate, das viel persönlicher ist. Ich kann das Zitat von vorne hin, oh meine Freunde, wir sind mit unzähligen kirchlichen Aktivitäten überlastet, während die eigentliche Arbeit der Kirche, die Evangelisierung, die Gewinnung der Verlorenen fast völlig vernachlässigt wird, das kann ich anerkennen, ich kann es bejahen, ich kann sagen, yes, let's do it. Wir wollen missionarische Kirche sein. Ich kann mich hinter dieser Aussage verstecken, weil die eigentliche Frage doch lautet, du, Pater George, gibt es einen Menschen in deinem Leben, über den du trauerst, weil er Jesus nicht kennt? Also jetzt nicht die Leute, für die du gerade predigst oder mit denen du irgendwie zu tun hast oder... Nein, die Frage ist doch, die geht nicht wir als Gemeinde, sondern du, Father George, gibt es einen Menschen, wenigstens einen Menschen in deinem Leben, über den du trauerst, weil er Jesus nicht kennt. Bewegt das mich? Ist dieser Mensch wirklich so wichtig, dass ich Zeit in diese Beziehung investiere? Ist mir bewusst, dass vielleicht für euch dieses Wort Trauer genauso wie vorher bei dem Wort Verlorenen so eine Art Widerwillen hervorruft. Vor kurzem hatten wir so ein Gespräch und unser Leitungsteam, jemand erzählt nicht, dass jemand, der es gerade wieder von der Kirche entfernt hat, dann zu ihm gesagt hat, dass irgendwie das mitbekommen hat, diese Gedanken, und sagte, also über mich musst du nicht trauern, nicht? Also lass mich in Ruhe mit deinen Kirchenzeugs, nicht? Aber es geht ja gerade nicht um dieses von oben herab, du armes, kleines Ding dort unten, nicht? Es ist auch nicht ein Auf der anderen Seite ist auch nicht ein, lass mich in Frieden, interessiere dich nicht, für mich dem einfach zuzustimmen. Weil es nicht einen geliebten Menschen in die Ecke treiben oder einen Druck setzen ist. Es ist keine persönliche Abhängigkeit in dem Sinne von, ich mache meine Zufriedenheit und mein Glück davon abhängig, ob du jetzt Jesus kennenlernst oder nicht. Warum? Weil ich den anderen ja voll in Gottes Hand gegeben habe. Ich setze nicht mein Glück nicht davon abhängig. Es gibt hier in der Sache kein Eigeninteresse, als würde man das eigene Wohlempfinden davon abhängig machen,
ob der andere den Glauben findet oder nicht. Ich fühle mich irgendwie selbst bestätigt, weil ich mein apostolisches Projekt habe. Ich möchte diesen Menschen zu Jesus führen und fühle mich irgendwie bestätigt und jetzt toll, weil ich wieder jemand für die Kirche gewonnen habe. Ich weiß nicht, ob jemand von euch mal ein Buch von C.S. Lewis gelesen hat, der C.S. Lewis, der die ganzen Chroniken von Narnia und alles geschrieben hat. Es gibt ein Buch von ihm, das ich sehr schätze. Es heißt Die große Scheidung. Und er stellt sich in diesem Buch vor, er hat so ein Bild, das ist ein Science-Fiction-Ding, und es gibt die Hölle, und die Hölle für ihn ist so eine große Stadt, die aber ziemlich leer ist im Zentrum dieser Stadt. Da ist nicht viel los. Da gibt es eine Bushaltestelle, die jeden Tag, da gibt es einen Bus, der zum Himmel fährt, wenn man will. Aber da finden sich nicht wahnsinnig viele Leute ein. Und die ist ziemlich leer, diese Stadt im Zentrum. Warum? Weil wenn die Leute dort, nachdem sie sterben, angekommen sind, haben sich mit ihren Nachbarn verstritten. Und dann ziehen sie halt eine Straße weiter und dann streiten sie sich dort mit ihren Nachbarn und ziehen irgendwie wieder eine Straße weiter. Und inzwischen ist diese Stadt Lichtjahre groß und die Leute sind Lichtjahre voneinander entfernt, weil sie halt total verstritten sind. Und es ist total witzig geschrieben, also muss man lesen. Und dann kommt halt dieser Bus und der fährt halt einmal am Tag im Himmel und einmal ist der C.S. Lewis halt irgendwie dabei mit ein paar anderen Leuten. Und die steigen aus dem Bus raus und kommen auf diese herrliche Wiese und da gibt es dieses schöne Gras, die steigen aus und dieses Gras sticht durch ihren Füßen fast wie Messer. Und nicht, weil das Gras so hart wäre, sondern weil sie merken, dass sie kein Gewicht haben, dass sie fast wie Gespenster sind. Und dann, je näher sie sich den Bergen nähern, Berge ist für ihn dieses Bild für den Himmel, desto dichter werden sie, desto fester werden sie. Und das ist ein wunderschönes Bild, nicht? Dass man, je näher man zu Gott kommt, eigentlich immer mehr die beste Vision seines Selbst wird. Also, dass man immer mehr sich selbst findet und dichter wird. Und da gibt es halt ein Ehepaar auch dabei, wo er schon im Himmel ist und die Frau kommt jetzt an, ist halt spät nach ihm gestorben, und sie kommt an und sie sieht ihm all seine Herrlichkeit, diesen Menschen, und sie ist total frustriert. Das kann ja doch nicht sein. Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, aus diesen Menschen einen guten Menschen zu machen. Und er ist jetzt glücklich ohne mich. Das kann jetzt nicht sein. Nicht? Und sie ist halt total frustriert. Und das würde halt genau diese falsche Haltung spiegeln. Nicht, dass ich irgendwie diese Frau bin, die versucht, den anderen zu manipulieren. Und eigentlich der andere ist zu meinem Götze geworden. Und wir können alles zum Götze machen, nicht? Und sogar das wichtige Thema der anderen Menschen zu helfen, zum Herrn zu finden. Aber das genau ist es ja nicht, wovon wir sprechen, weil es geht um etwas anderes. Es geht um etwas, das mit einer lauteren Form von Liebe zu tun hat, die frei ist und frei lässt. Und zugleich drückt die Trauer etwas aus, das tief ist, weil du trauerst nicht über einen Menschen, der dir nicht wichtig ist. Und zugleich hilft mir diese Trauer, den anderen nicht zu einem persönlichen Projekt zu machen, den ich jetzt bekehren will, sodass ich wieder jemanden zu meinem Club gewonnen habe. Ich werde diesen Menschen seine Freiheit respektieren. Und vielleicht ist das eines der Gründe, warum auch die Trauer so tief ist. Nicht, weil du weißt, ich liebe diesen Menschen, ich werde ihn total an seiner Freiheit respektieren. Und das könnte aber auch bedeuten, dass dieser Mensch niemals Jesus annimmt. Dadurch, dass er ihn niemals annehmen wird, dass er ihn niemals irgendwie zu seinem Herrn machen wird. Und dann trotzdem zu sagen, ich werde trotzdem in diese Beziehung investieren, weil ich diesen Menschen liebe. Ich möchte etwas von dieser vorbehaltslosen Liebe Gottes aufleuchten lassen. Und Trauer ist ein interessantes Wort, nicht? Weil es lässt auch an das Leiden denken, an die Leidenschaft. Dieses innige, schmerzige Verlangen nach jemandem, Entferntem oder Entbehrtem. Und Jesus ist halt die Leidenschaft Gottes für die Welt. Er ist eine Leidenschaft und diese Leidenschaft lässt ihn leiden, weil er liebt. Weil der Mensch, der Gegenüber, eben nicht gleichgültig ist. Und nicht, weil er mein persönliches Projekt ist, sondern um mit Jesus im heutigen Evangelium zu sprechen, weil er kein bezahlter Knecht ist. Nicht Jesus gibt heute drei Gründe an, warum der Knecht von den Wölfen flieht. Und er sagt, weil er ein bezahlter Knecht ist, weil ihm an die Schafe nicht gehören und weil ihm an den Schafen nichts liegt. Und Jesus ist aber genau andersrum. Nicht, weil er macht das, weil ihm die Schafe gehören, Hohelied der Liebe, ein anderes Buch in der Bibel, mein Geliebter gehört
mir und ich gehöre meinen Geliebten. Es liegt jemand etwas an den Schafen. Und er möchte für diese Schafe da sein. Und da habe ich mich halt in den letzten Wochen, Monaten irgendwie gefragt, okay, wenn ich irgendwie einen Überbegriff auf diese Predigt halten, setzen würde, habe ich am Anfang gesagt, wäre es Entschlossenheit. Weil die Frage ja an mich ist, bin ich bereit dazu? Wie steht es mit meinem einen? Oder bin ich, Pater George, einfach zu busy? Weil Predigt vorbereiten, ich war vorgestern in Holland, um irgendwelche Gegenstände zu suchen für unsere neue Kirche. Es gibt tausend Dinge zu tun und vielleicht bin ich zu busy, das eigentliche unseres christlichen Auftrages zu erfüllen. Ich habe heute Morgen ein bisschen nachgedacht, reflektiert mit den Families, nicht, weil die halt auch sagen können, ich habe jetzt Kinder, ich habe keine Zeit und ich muss jetzt zwischen 18 oder zwischen 25 und 50 einfach eine Pause machen von meiner christlichen Berufung, was Mission angeht, weil ich bin zu busy, ich habe einfach andere Dinge zu tun, die jetzt wichtiger sind. Und all das bedarf natürlich Bereitschaft letzte Woche, aber es braucht auch die Entschlossenheit, das wirklich zu tun. Nicht die Therese von Avila, das ist ja auch wieder eine Übertreibung, aber sie möchte eine tiefe Wahrheit aussagen, glaube ich. Der Weg zur Hölle ist geteert mit guten Absichten, sagt sie. Und da ist eine tiefe Wahrheit drin, nicht? Weil Liebe braucht Raum und Zeit. Es braucht, muss sich irgendwie verwirklichen im Raum und Zeit. Sonst ist es irgendwie nicht real. Und heute feiert die Kirche halt gibt zwei Sachen, dass die Kirche heute feiert. Das eine ist das Weltgebetstag für Berufungen. Und zugleich nennt man auch diesen Sonntag, den vierten Sonntag in der Osterzeit, den Sonntag des guten Hirten, weil wir jedes Jahr an dem vierten Sonntag nach Ostern diese Stelle im Evangelium lesen über den guten Hirten. Und ich glaube, wer Berufung versteht, begreift, was es überhaupt ist, dass man von Gott berufen werden kann, erstmal als Christ berufen werden kann, das begreift man in dem Maß, in dem man ein Herz eines Hirten hat. Also das heißt, vielleicht der Überbegriff oder Begriff oder der Titel für diese Predigt könnte sein entschlossen, aber vielleicht könnte es einfach auch sein Herz des Hirten. Herz des Hirten. Und was ich halt euch wünsche und mir selber wünsche, ist, dass wir den Herrn bitten, dass er uns Herzen von Hirten gibt. Dass wir wirklich Hirten sind. Füreinander und aber auch für diese Welt und dass unsere Gemeinde ein Ort ist, wo es Hirten gibt. Nicht Menschen, die wirklich eine Liebe für den Nächsten haben. Und das muss ich irgendwie zeigen. Und da ist halt vielleicht mein Challenge für euch, für mich in dieser Woche nochmal zu überlegen, okay, gibt es wenigstens den einen? Gibt es einen in meinem Leben? Nicht der mir einfach wichtig ist, die mir wichtig ist. Und für die ich beten will und für die ich diese Person, die ich lieben möchte. Und muss nicht heute passieren, muss nicht nächste Woche passieren, muss nicht in den nächsten Monaten passieren. Aber vielleicht den Herrn zu bitten, wenn ich niemand habe, der mir so am Herzen ist, dass er mir jemand schenkt und der es mir einen offenen Blick dafür gibt. Und ich glaube, in dem Maß, dass es uns passiert in unserer Gemeinschaft, in unserer Gemeinde, dann passiert Mission wie von selbst. Dann habe ich ein Interesse daran. Nicht dann, weil wenn mein einer zur YP-Messe kommen würde, nicht dann natürlich möchte ich schauen, dass er begrüßt wird am Anfang, dass die Toiletten sauber sind, dass hier schöne Musik ist, weil es mir wichtig ist, weil dieser Mensch mir wichtig ist. Dann passiert vieles von alleine. Und ich glaube, aber wir müssen dort anfangen mit unserer Haltung und unserer Entschlossenheit. Amen.